Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Giveaway. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich euch 20 Graffitis raushaue und das werden wir jetzt mal machen. Ja, ihr habt richtig gehört, 20 Graffitis gibt es für euch. Ich habe ultra viel Kram angesammelt und mein Inventar ist jetzt mal wieder voll. Jetzt muss der Kram halt raus, ne? Unter anderem gibt es hier das Phoenix Graffiti für alle, die... denen das gefällt. Ich habe einige Graffitis mit solchen Schwingen. Das ist wahrscheinlich eher was für die Frauen. Nehme ich einfach mal so an. Aber gut, so als Mann kann man sich auch gerne mal beschwingt fühlen. Da hat, denke ich, niemand was dagegen. Es wird auch diverse Smileys geben, wie zum Beispiel eben dieser Speechless Bazooka Pink. Das ist Bazooka Pink? Sowas, diese Farbe nennt man Bazooka Pink. Laber nicht, echt jetzt? Da sind wieder Sachen im Umlauf, von denen ich noch nie was gehört habe. Der hier gefällt mir zum Beispiel viel, viel besser, dieser Mr. Teeth. Der ist cool. Warum gebe ich ihn überhaupt her? Weil ich euch ganz arg lieb habe, ne? Der ist echt nice. Sabbert da so ein bisschen. Sehr, sehr cool. Und natürlich die Farbe halt. Ihr wisst schon, meine Lieblingsfarbe. Das ist natürlich auch cool, um dem Mates zu zeigen, wer hier den nice Shot gemacht hat, beziehungsweise um ihm dazu zu gratulieren. Bei den Graffitis kann ich es wirklich nur schwer nachvollziehen, wie die Ding funktioniert. Also der Wert der Sachen. Ich meine, ich kann verstehen... Ich kann verstehen, dass solche Dinge wie eben dieses Virtus-Ding eine gewisse Wertigkeit hat, weil es eben von einem Clan ist, ne, oder von irgendeinem Event oder sowas, aber gerade bei den Graffitis ist es ja so, dass es extrem auf die, auf das Aussehen ankommt und auf den Geschmack der Leute. Zum Beispiel, finde ich, ist das hier das geilste Graffiti, das ich habe. Da, es gibt kein anderes, das irgendwie besser ist wie das. Das ist auch nicht schlecht. Okay, gut, schwingen. Aber wir haben ja festgehalten, das ist eher was für Frauen, also gefällt mir das nicht so. Doch, doch, schon. Ich habe diesen lachenden Knilch sogar noch in anderen Farben, in Dust Brown und in War Pig Pink, Kampfschwein Pink, wow. Hier für jeden Knife-Profi, ja, der Erstechende, der Backstab, zack, in Shark White. That's Sharknado. Sick, dude. Oder das hier. Ist das nicht einfach geil? NACL? Salt? Einfach passend. So, ne? Es passiert irgendwas und man sagt, Mann, bist du salty und zack, bumm. Das ist das Statement an die gesamte CSGO-Community. NACL, mehr sage ich dazu nennen. Oder hier, NoScope. Wie geil ist denn das? Ist das nicht der verfickte Hammer oder was? Ist das nicht der verfickte Hammer? Das ist jetzt eins, das mir nicht so gut gefällt. Sheriff. Und dann auch noch in Violent Violet. In dem violenten Violett. Aha, aha, sehr aggressive. Da ist doch hier der Ninja in Jungle Green deutlich cooler, oder? Du machst einen Ninja und sprühst es auf den Spot drauf. Ich weiß nicht, wie lange die Graffitis halten im Spiel. Ich glaube, 3 Runden oder sowas, oder? Also x Runden halten die, glaube ich, immer. Oder das ganze Spiel über, ich weiß es nicht. Aber das ist schon einfach edel. Die Tees werden dann jedes Mal daran erinnert, dass sie geninjert wurden. Wenn sie wieder frisch legen. Fuck, da ist noch das Graffiti. Finde ich sau cool. Hier nach einer guten Runde, GG. Ja, jetzt nicht das Allercoolste, aber trotzdem eins, das man haben sollte, ja. Jeder sollte ein Graffiti haben. Früher waren die ja komplett frei, das wurde erst bei Go so eingeführt, dass es erst gar keine und dann eben diese zu kaufenden oder mit Wertigkeit dahinter habenden gibt. Früher haben wir uns einfach eigene Bilder reingeladen ins Spielen, die konnte man dann sprühen. Jetzt muss man halt so Dinger carven, weißt du? Oder sie sich schenken lassen, ja, so wie hier bei mir. Zum Beispiel hier ein Double Kill. Du machst an irgendeiner Stelle in der Map einen Double Kill. Und sprühst es dahin, so als Warnmal. Und jedes Mal, wenn die Gegner da vorbeilaufen, denken sie sich, scheiße, Mann, die haben wir gerade auf die Fresse bekommen. Wobei es dann wirklich interessant wäre, wie lange die Dinger halten. Ich habe mal eben für euch nachgeschaut. Ein Graffiti hält, nachdem es gesprüht wurde, 7 Minuten. Und es verblasst dann so langsam. Das ist auch echt eine coole Sache. Das habe ich nicht gewusst, dass es so langsam verblasst. Finde ich nice. Hier zum Rundenanfang, das sprüht man sich direkt an den Spawn, dann weiß jeder, GLHF, Alter, krasser Scheiß. Was heißt jetzt GTG? Good Time Game? Gay Tentacle Gordon? Ich weiß es nicht. Oh, da guck mal, hier ist Lambda. Ja, nice. Half-Life. Oh. Back to the Roots. Dass jeder weiß, woher der Hass läuft und wie Counter-Strike überhaupt entstanden ist. Oder halt einfach ein Herz in Dust Brown. Ich glaube, ich habe es noch in schöneren Farben, oder? Immerhin Rot. Rot ist ja eher so die Herzfarbe. Also ich habe es auch in Rot für die Mädchen und euch. Und da schaut man, wenn man tilt ist. Wenn man nach einer Aktion einfach so tilt ist, dass man das sprühen muss. Dann ist rum. Dann weiß jeder Bescheid. Oh, fuck. Der hat die letzten 5 Minuten rumgeschrien über den Teamchat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er tilt ist, aber jetzt, wo er das sprüht. Fuck, dude. Back off. Da, guck mal hier. Speechless. Eine richtig sicke Aktion wird dann hiermit bewertet. Ich muss euch jetzt nicht alles zeigen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich euch gezeigt habe. Hier werden auf jeden Fall 20 Stück rausgezogen. Eigentlich benutze davon hier unten dieses eine. Das habe ich in Benutzung. Das kann ich nicht mehr verschenken. Und das wird das Pro Graffiti wurde mir persönlich geschenkt. Aber sonst haue ich eh alle raus. Jetzt erstmal 20 und danach vielleicht dann direkt nochmal 20. Je nachdem, wie viel ich habe. Wie viel habe ich denn? 55. Ja, kann man easy machen. Damit auch mein Inventar wieder so ein bisschen leer wird. Und ihr halt auch einfach was zum Sprühen habt. Ich finde, jeder sollte ein Graffiti haben, mit dem er rumsprühen kann. Das ist doch was Wichtiges. Gerade das für der Herald, ne? Bling, bling. Keep the change. Das ist auch nicht schlecht. Wie man mitmacht, war ja die ganze Zeit
oder ist nach wie vor recht einfach. Jedes Community-Mitglied oder jeder Mensch, der aktiv hier unterwegs ist, kann hieran teilnehmen. Letztes Mal war es aber so, dass jemand gewonnen hat, der aktiv dabei ist und ein Teil der Community ist, aber gar nicht mitmachen wollte. Also, schreibt hier bitte auch unter das Video, ob ihr hier überhaupt mitmachen wollt, damit ich wirklich sehen kann, wer tatsächlich überhaupt Interesse hat an der Sache. Es war natürlich nicht schlimm letztes Mal, dass jemand gewonnen hatte, der gar nicht mitmachen wollte, aber um das zu umgehen, schreibt bitte hier in die Videokommentare, ob ihr mitmachen wollt. Also nicht nur ein tolles Video und so, worüber ich mich natürlich extrem freue, klar, steht gar nicht zur Debatte, aber schreibt dann halt noch dazu, dass ihr mitmachen wollt. Das war letztes Mal dann nämlich merkwürdig. Ja, soweit so gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr auch solche Gravity-Liebhaber seid wie ich, dann gebt einen Daumen nach oben. Falls euch das Video an sich gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Falls euch das Video überhaupt nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Man sieht sich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ha 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 ha!